Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal mit dem ersten Video nach meinem Urlaub. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast eine schöne Zeit gehabt die letzten zwei Wochen. Und wir starten heute vor allem mit dem Thema FSD. Wir werden uns einfach mal die Pakete hier anschauen. Das, was du gerade im Hintergrund siehst, ist ein brandaktuelles Promotional Video für ein Computerspiel, wo Cybertruck und der Tesla Roadster drin sind, also dementsprechend nicht irritieren lassen. Und dementsprechend starten wir doch gleich mal rein in das heutige Video. Und wenn du neu dabei bist, lass gern ein Abo da, es kostet nichts und ich freue mich, dass du hier bist. Und wir starten mit dem FSD. Und zwar geht es hier erstmal um das Paket. Und zwar $199 soll es kosten. Hier hast du nochmal die Funktionen aufgelistet und dann coming soon, also bald. Wir wissen natürlich noch nicht genau wann. Entsprechend in der Stadt autonomes Fahren. $199. Darüber müssen wir natürlich mal reden, denn es gibt nicht nur dieses Paket, es gibt auch ein kleineres Paket für $99. Und jetzt wird es natürlich die Frage, die auch an euch geht, und ich weiß, da sind viele Leute da draußen, die entsprechend auch ein Tesla haben. Für Europa sind die Funktionen erstmal grundsätzlich nicht freigeschaltet, sondern es ist erstmal für den amerikanischen Markt. Und wie Tesla das gerne manchmal macht, sie haben es einfach über Nacht von Freitag auf Samstag ein Update rausgeschickt auf der Website ohne großen Kommentar und dann ist dieses herausgekommen. Wir haben lange darauf gewartet und es wird jetzt sehr interessant sein, wie viele Leute die $99-Variante oder die $199-Variante entsprechend kaufen werden. Grundsätzlich zeigt es aber einen wichtigen Schritt, mal unabhängig davon, ob es das Geld wert ist. Tesla geht in Richtung Softwareunternehmen, es werden mehr Einnahmen kommen, wie zum Beispiel bei Apple oder bei Microsoft, die nichts direkt mit dem Auto zu tun haben. Das ist Software, Software, Software und das kann sehr, sehr ertragreich sein. Und ich meine $199, da muss man auch schon mal sagen, das ist ein nicht zu kleiner Preis. Und Elon Musk hat vorgewarnt, nochmal als Erinnerung, dass der Preis nicht sehr niedrig sein wird. Und ja, wir starten doch gleich mal rein. Also wir wissen, wir haben $10.000, die dieses Paket kostet. Das heißt, wenn du dich entscheiden würdest, für $199 dieses Paket zu nehmen, nehmen wir dieses mal an, dann brauchst du 50 Monate und das wären ungefähr 4 Jahre, die du brauchst, um entsprechend diesen $10.000 Preis wieder rauszuhaben. Du kannst kündigen, wann immer du willst. Das heißt, das finde ich super interessant, wenn du jetzt mal ein Model 3 oder Model Y hast, welches du vielleicht mal für einen Monat mietest, weil du fährst in die Sommerferien weg und dir ist dieses Geld wert, dann kannst du das natürlich hinzubuchen und gleich wieder kündigen. Das ist sicherlich selbstverständlich in der heutigen Zeit und es ist so, dass es für alle Modelle gilt, die seit 2019 gebaut worden sind und entsprechend auch die HW3 Software drin haben, die entsprechend es möglich macht, dass dieser Autopilot bzw. diese ganzen Sachen so funktionieren. Für die günstigere Variante, jetzt wird es nämlich interessant, für $99 bekommst du im Prinzip eigentlich alles das gleiche wie bei $199, nur dass du nicht die Möglichkeit hast, dass dein Auto die Ampel erkennt und anhält etc. und sollten wir, und das ist ja Zukunftsmusik, dann irgendwann vollautonomes Fahren haben, bekommst du dieses nicht für $99, sondern nur in dem Paket von $199. Des Weiteren muss ich sagen, wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, es ist natürlich ein stattlicher Preis und das ist natürlich auch die Frage an euch gerichtet, ob ihr der Meinung seid, dass es er wert ist. Grundsätzlich werden wir wahrscheinlich noch ein wenig warten müssen, bis wir diese Pakete überhaupt hier in Deutschland aktualisieren bzw. aktivieren können. Dementsprechend lasst mich gerne wissen, ob ihr denkt, es ist es wert. Ich habe natürlich im Urlaub schon noch mal ein bisschen gestöbert und viele Meinungen in Foren gesehen, die nicht meinen, also die meinen, dass eben halt die $199 nicht wert sind. Wie gesagt, lasst mich da gerne wissen.
Und für die $99, wie gesagt, ich finde, das wiederum kann man machen, aber ob man dieses, und das ist meine persönliche Meinung, jetzt schon konstant jeden Monat machen sollte, ist eine andere Frage. Da sehe ich dann eher schon wieder die Möglichkeit, wie es manche Leute vorgeschlagen haben, wenn man leasen tut, dann macht sicherlich die $99-Variante mehr Sinn. Und wenn man ein Auto jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit fahren würde, vielleicht dann auch doch das Investment in eine $10.000-Investition, die noch oben drauf kommt, damit man das alles ausgleichen kann. Ja, unabhängig davon, wir schauen uns hier gerade das Gelände für die Batterieproduktion an. Im Laufe meiner 2 Wochen hatten wir ja einiges, was auch in Grünheide passiert ist. Da nur kurzes Update, dass wir eben halt hier entsprechend keine weiteren Klagen haben. Die weitere Klage, die ja ursprünglich mal angedacht war, ist wieder gescheitert. Jetzt schauen wir mal kurz nach Shanghai. In Shanghai geht es wirklich rund, Leute. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wir haben so viele Autos da draußen. Und wer mein Kanal hier oder entsprechend auch andere Kanäle wie von Wuwa ab und zu folgt, das sieht ja mal richtig durchorganisiert aus. Links wieder die ganzen Autos, die für die Transporter schon fertig gemacht worden sind. Also so viele Autos habe ich noch nie dort stehen sehen. Und das ist wirklich, sind sehr, sehr gute Nachrichten. Also ich glaube, das wird ein Bomben drittes Quartal. Das kann man jetzt schon sagen. Und ja, zum Thema drittes Quartal. Wir werden auch ein Bomben Tesla Energy Quartal haben. Und da gehe ich jetzt auch gleich mal drauf ein. Wir wissen ja, dass in China schon der Verkauf gestartet worden ist. Wir wissen noch gar nicht, wie es angenommen wird, wie viele Bestellungen da sind. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass wir wissen, dass ungefähr 80.000 Powerwall-Bestellungen drin sind und dass in diesem Quartal nur in Anführungsstrichen 30.000 bis 35.000 Powerwalls produziert werden können, weil es entsprechend immer noch Chip-Probleme bzw. ja, Teile immer noch fehlen dafür. Man muss dazu aber sagen, wenn sie es wirklich schaffen, im dritten Quartal 30.000 bis 35.000 Powerwalls zu produzieren, dann wäre das so viel, wie sie im gesamten letzten Quartal gemacht haben mit den Megapacks. Das heißt, 30.000 bis 35.000 Powerwalls würden über 400 Gigawattstunden entsprechen. Und das, wenn dann noch die Megapacks dazukommen, dann könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Wachstum da ist. Also Wahnsinn, auch in diesem Gerichtsprozess mit Solar City hat Tesla CEO Elon Musk gesagt, dass es eben halt kein Batterieproblem gibt, wo man jetzt drüber streiten könnte, weil wir warten ja noch auf Batterien hier für Giga Berlin und entsprechend auch in Austin. Also dementsprechend für heute, Leute, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei seid und wir wollen jetzt hier mit einem frischen Start in das zweite Halbjahr starten, auch ein bisschen verspätet natürlich. Aber ich hoffe, ihr seid wieder dabei und es wird tägliche Updates geben. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr zum Start morgen in die Woche dann wieder dabei seid. Macht's gut, euer Marian. Bis